Feindseligkeit, Vorurteile und Argwohn. Das beherrscht das Verhältnis zwischen Deutschen und ihren polnischen Nachbarn. Eine Umfrage zeigt sogar, dass im Gegensatz zu den 11% der Polen ganze 23% der Deutschen eine regelrechte Abneigung dem jeweiligen anderen gegenüber empfinden. Und diese Zahlen werden nicht weniger, im Gegenteil, sie wachsen ständig an. Ein Grund dafür ist natürlich unsere gemeinsame Vergangenheit. Von den 4 Teilungen Polens über den Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg haben auch wir Deutschen zu dem schlechteren Verhältnis zu unseren Nachbarn beigetragen. Vor allem die Zeiten des Nationalsozialismus prägten auch heute noch die Sicht der Polen auf uns. Auch die aktuellen Ergebnisse, wie beispielsweise die Forderung der polnischen Bevölkerung von Reparationszahlungen der Deutschen für die Vernichtung und grundlose Ermordung von zahlreichen Polen in der NS-Zeit, zeigen, dass sich die Einstellung uns gegenüber nicht verbessert hat in den letzten Jahren. Und genau an diesem Punkt soll unser Projekt eingreifen. Wir stehen ein für eine bessere Beziehung zwischen den beiden Nachbarländern und wollen die Unterschiede, die eine große Kluft zwischen uns und den Polen geschaffen haben, aus der Welt schaffen. Vorurteile haben einen großen Einfluss auf die Sichtweise, die die Länder voneinander haben, weshalb es uns besonders wichtig ist, nicht nur im Namen der Völkerverständigung die Geschichte, sondern auch die Mentalität und das Alltagsleben der Polen kennenzulernen. Unser besonderer Fokus liegt darauf, das Wissen, was wir bereits über die Vergangenheit gesammelt haben, zu verstehen und vor allem nachvollziehen zu können, wie diese Ergebnisse das polnische Bild den Deutschen gegenüber geprägt hat. Somit haben wir dann eine gute Basis, um wirklich etwas zu verändern für die Zukunft und zu einem vorurteilslosen und offeneren Europa beizutragen. Das Projekt ist also nicht nur wichtig für uns, sondern auch für alle, die in Europa leben. Aber wer sind wir überhaupt? Unsere kleine Gruppe besteht aus 10 Schülerinnen und Schülern aus der 11. Klasse des Olympia-Morata-Gymnasiums in Schweinfurt und 2 Lehrkräften. Im Rahmen unseres P-Seminars für die Völkerverständigung organisieren wir eine Fahrt nach Polen vom 2. bis zum 7. Oktober 2019, die wir dann auch durchführen werden. Als gedachte Reiseziele haben wir uns für Warschau entschieden, weil wir dort die besten Chancen sehen, wirklich jemanden mit unserem Projekt erreichen zu können. Natürlich liegt es uns sehr am Herzen, die Geschichte und Kultur in Polen besser kennenzulernen, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf der Bevölkerung selbst. Deshalb treten wir in Kontakt mit einer polnischen Schule in Warschau, um die Meinungen aus erster Hand zu bekommen. Außerdem versuchen wir Krakau mit dem Bus, um das nahegelegene Vernichtungslager in Auschwitz zu besichtigen. Das Ergebnis unserer Reise wird ein Videotagebuch sein, welches wir Ihnen schicken und auch auf einer sozialen Netzwerkseite hochladen würden, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ihre Sicht auf die Polen zu verbessern. Unser Ziel ist es, die Menschen zum Überdenken ihrer Meinung den Polen gegenüber anzuregen und somit etwas in der Verbesserung des Verhältnisses der beiden betroffenen Länder zu erreichen. Um unsere Ziele jedoch erreichen zu können, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende. Jeder kann helfen, unser Europa ein Stück weit zu verbessern. Auch andere Sponsoren sind herzlich willkommen. Wir wollen uns nicht nur darauf verlassen und wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Video überzeugt haben. Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, gibt es natürlich auch. Unterstützen Sie uns im Namen der Völkerverständigung, um dazu beitragen zu können, die Beziehung zwischen Deutschland und Polen positiv zu verändern und Europa ein Stück näher zu einem starken Zusammenhalt zu führen.